Willkommen zurück hier zum Let's Play von Drunks Prophet Together. Willkommen zurück, Leute, und hier geht's weiter mit den Quests. Ja, ich habe hier jetzt alle Quests gemacht. Ich habe da den Dino alleine besiegt, den Drachen. Brav. Der ist jetzt gerade am Trainieren, der mein Drache. 5 Stunden lang habe ich den weggeschickt. Gut. Dann 300 EP, glaube ich, sind's. Ja, kann auf recht viel vielleicht was rausholen, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, ich habe meinen Drach bisher noch nie weggeschickt. Weil ich eher selten noch mit denen kämpfe. Die nutze ich eigentlich eher so als Reittier oder sowas. Ja, ich eigentlich auch, aber ich brauche ja nicht immer 3. Von dem her, ich kann ruhig mal einen schicken und zeigen, wie das funktioniert. Ich könnte jetzt. Ich könnte jetzt 5 Drachen bei mir mitführen. Ein Slot ist bei mir noch versperrt, aber der wird auch noch frei. Moment, wo habe ich's? Ah, ich habe da sonst noch Punkte zu vergeben. Nee, Hä? Warum, Alter. Ja. Die Meisterschaftsskills wurden zurückgesetzt. Ach, okay. Ach so. Falls ich dir das noch nicht gesagt habe. Nee, hast noch nicht. Was soll ich da schon wieder alles skillen? Auf 2 Handwaffen habe ich jetzt geskillt. Und auf was soll ich noch? Auf Überlebensinstinkt, ganz links. Okay. Und auf den Kriegsruf, aber den roten. Also in der Mitte links dann. Okay, ja, den habe ich jetzt noch nicht. Dafür habe ich alle die anderen beiden auf 5. Okay. Neuer Skill erhalten habe ich. Passiver Skill. So. Ah, 2 Handwaffenmeisterschaft, okay. Du musst jetzt hier zum grünen Posten, oder? Ja, genau dort, wo du bist. Ich wollte eigentlich noch gucken, wie viele Drachen ich jetzt haben kann im Gehege. Drück auf P. Ich habe auch 5, kann ich auch haben. Ich habe mir ja da ein paar gekauft. Mit dir zusammen. Und ey, aber die Krabbe, die passt zu mir, zu meiner Rüstung. Weil bei meinen Schulterblättern und so ist auch das Blaue und das Kristallene dabei. Also, es passt irgendwie zu mir, die Krabbe. Kommt die Krabbe eigentlich erst wieder, wenn ich lande? Ja. Yep. Wieder auf. Ach ja, da ist sie. Das ist nicht so wie jetzt bei dem anderen Begleiter, den ich hier habe. Der kann ja alle Elemente sozusagen benutzen. Genau, der kann mitfliegen, der kann mitschwimmen. Weißt du was, ich will nur noch so Drachen haben, die auch so Events sind, die man sehen kann. Toll. Was? Klient wurde vom Server getrennt. Dann ja. Kämpfe ich erstmal alleine weiter. Leid. Ja, tut mir leid, Leute, aber es ist halt nun mal das Problem, weil es doch halt in der Open Beta ist. Ja, und damit muss man rechnen. Und bei uns ist in der Verbindung ja auch nicht gerade die beste. Ja, gerade das Größte, was es gibt. Tempelgärtner. Ich prüf mich mit dem Gärtner. Irgendwie höre ich dich jetzt ganz anders. Du hast jetzt irgendwie eine ganz andere Stimme bei mir. Ja, das hast du bei mir andauernd ein bisschen. Die Zuschauer können es bezeugen. Ich bin krank. Ja, nee, nicht so. Sondern plötzlich wechselt es wieder in die 5 Minuten, hast du wieder eine andere Stimme, dann kommt wieder eine andere. Ja, du hast jetzt nicht mehr so den Hall drin wie sonst normalerweise. Also bei dir ist jetzt irgendwie, wie wenn du so einen Wattebausch in der Fresse hättest. Ja, eben, bei dir zum Teil auch. Von dem her. Okay, das liegt doch an unserer Internetverbindung. Ja. An meinem Headset kann es nicht liegen, das ist gut. An meinem auch nicht. Das ist teuer gewesen und ist auch gut. Welches hast du denn? Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ha. Ach doch, was ist es? Ein Rocket Cave. Oh Gott, Rocket. Rocket Cave, das ist ein gutes Ding. Was ist jetzt? Ist super. Wo bist du? Wo bist du? Alter, verarsch mich nicht. Guck auf die Karte. Ach, da bist du. Hui! Springen hier so feuchtfröhlich Pflanzen an. Und ich zeig dir noch meinen Huhn. Guck mal. Ah, nee, ein Huhn! Okay, ein Hühnchen. Was du auch am Ende kriegst. Oh, ich hab Hunger. Komm. Na ja. Schneid dich in Stückchen hier. Das ist das kleine Huhn, was du am Ende auch noch kriegst. Will ich nicht. Sieht kacke aus. Kriegst du aber. Die Krabbe ist geiler. Oh ja. Wir haben Zwillingstierchen.
Weißt du was? Im Cube-World kann ich dir eigentlich auch etwas geben für ein Schaf, wenn du das willst. Oh, wie putzig. Kannst aber auch mein Schaf haben dann, wenn du willst. Mein Adolf. Nee. Ey, nix gegen Adolf. Meine Kollegen, mein Chef und der Sohn von meinem Chef heißt Adolf. Ja, bei mir heißt Mitarbeiter Adolf. Und mein Schaf heißt Adolf. Mein Schaf ist hier drin ist eine schwere Rüstung für dich. Hier ist eine schwere Rüstung für dich. Ja, komm gleich. Moment, uno momento, por favor. So, jetzt komm her. Ich bin unterwegs. Nein, es ist weg. Es ist weg. Scheiße. Hast du kaputt gemacht? Nein, ich hab's nicht genommen. Du hast kaputt gemacht. Du hast kaputt gemacht. Pflanze brauche ich nicht mehr, nur noch so zum Sagen. Nur falls sich's interessiert. Was ich aber brauche, ist Wache. Wachen brauche ich. Koramus Wache? Ja. Das sind so ekelhafte Dinger, glaube ich. Und kleiner Prinz. Der kleine Prinz ist hier hinten, warte. Das ist so ein kleines fettes Schweinchen. Ja, ich sehe ihn schon. Ich bin schon fast da. Kleiner Prinz, kleiner Prinz. So, jetzt habe ich ihn gefunden. Da die scheiß Gärtner, ey. Soll ich lieber mal um den Garten kümmern, an uns sonst da die ganze Zeit in die Fresse zu hauen? Eben. Ach, die scheiß Gärtner, schon wieder. Wir da ist eine Wache. So, los geht's, und aufgeschlagen wie ein Bekloppter. Wo ist denn jetzt der hingegangen? Der war plötzlich weg. Und dann ist er. Und weg. Hier ist noch einer. Und. Fump. Nee. Ja, die sind. Ich liebe es. So, und jetzt gehen wir ins Paradies. Ehrlich gesagt muss ich sagen, umso mehr ich das mit dir spiele, das Spiel, umso mehr gefällt es mir auch. Ja, weil das. Plötzlich hatte ich plötzlich nicht mehr so Bock, als weil ich noch alleine gezockt habe und, so, und dann mit dir zusammen, beide zusammen, also bist so, ja. Jetzt muss ich das noch aufnehmen, obwohl ich es ja vorhin gerade mit dir schon gespielt habe. Aber jetzt, da ich sie eingestellt habe, das andere, vorerst oder für immer, weiß ich noch nicht. Macht mir auch mehr Spaß hier. Warte, machen wir hier gleich den Boss noch mit. Okay. Es gibt gute P. Wo gibt's eigentlich das nächste Event, wo ein Drachen Boss ist? Ich will nur Bosse haben als Drachen. Alter, ich kann nichts machen. Ja, das ist die Fähigkeit von dem Scheißgift oder so irgendwas in die Art. Ja, das ist so eine Art Gift. Das lähmt dich. Du kannst dich zwar noch bewegen und wegspringen und alles, aber keine Angriffe und kannst dich parieren und gar nichts. Okay. Ja, toll. 14 Erfahrungspunkte hat es mir gegeben. Ist nicht gerade viel. Ja. Weil es auch nicht unserer war. Ist ja egal, wir können die Mission abgeben. Aber nee, du musst ja noch kämpfen. Weil wir sonst nicht reiten können. Ja. Und ich will dann nicht unbedingt durch die ganze Menge wieder stürmen. Was du eigentlich schon mal angesprochen hast, war ja ein Yu-Gi-Oh! Spiel irgendwie. Mhm. Da müssen wir mal machen. So ein Trott. Warte, wir kommen hier. Ich habe grundsätzlich eine neue Idee, was wir für eine Playliste für euch Zuschauer machen können. Was denn? So ein Trottel. Playliste, wo wir jeden Scheiß hier nicht so Pokémon, Yu-Gi-Oh! Scheiße spielen und das einfach aufnehmen zusammen. In so ein. Ach so, einfach so Blödsinn machen. Ja, einfach so kurze Spiele, sagen wir so, wie im Yu-Gi-Oh! Kampf gegeneinander, so einfach so Mist-Sachen, die wir einfach dann aufnehmen. Die einfach nur so angetestet werden. Ja, aber so in die Browser-Spiele oder so, weißt du, kleine, kennst du die so minimal Browser-Spiele, wo du irgendwie eine Stunde und dann bist du durch. Thanks. Ja, auf playit.ch, thanks. Eben jetzt so Zeug eben, ja. .ch eben, Seite aus der Schweiz, sagt ja genug. Kennst du die Seite? Nee. Glaube ich, weiß gar nicht genau. Du kennst nicht mal eure eigene Spieleseite? Ich habe so viele Schweizer Seiten gekannt früher. Da weiß ich gar nicht mehr, welche ich jetzt noch kenne und welche nicht, ehrlich gesagt. Also playit.ch, die weiß schon bei was, uns aber jede Sau. Die weiß bei uns in der Schule jedes Kleinkind. Ja, die Spiele sind so nicht mehr unbedingt in bei uns. Das war früher in wie Sau. Jetzt nicht mehr. Weißt du, heute keine ist, Ahnung.
Was nix kostet, ist nix. Ist mehr so in diesem Stil heute. Aber eben, so können wir so zu unserem Spaß, ist für uns Abwechslung, für die Zuschauer ist es auch eine Abwechslung. Und ihr habt was zu lachen, wie wir uns dumm leider auf die Kloppe geben. Ja, ja, so vor allem so Spiele, wo man gegeneinander antritt, wäre lustig, als wäre gut. Wir müssen ja nicht immer miteinander spielen. Und wie ich schon angesprochen habe, falls du vielleicht Lust hast, also jetzt du, unser Zuschauer, unser kleiner Abonnent oder Freund, falls du Lust hast, auch mal mit uns irgendwie in die Gilde zu kommen oder mit uns hier mal aufzutreten als Gast oder mal gucken. Muss ich, also wir reden nicht vom Sprechen, sondern nur vom Dabeisein, Mitlaufen. Vom Sprechen vielleicht auch. Ja, je nachdem aber hat. Die meisten meinen dann ja sowieso gleich Sprechen und so. Also Sprechen muss man nicht, man darf, wenn man will, darf man nicht sprechen. Wenn man will. Man muss nicht, aber man muss wenn, nicht, nur ja. Wenn man will. Nur wenn man will. Wie gesagt, wenn ihr wollt, ihr könnt auch gerne unsere Gilde beitreten. Also unsere Spielernamen, die können wir dann noch unter das Video schreiben. Ja, also unsere Spielernamen von uns beiden, meinst du? Ja, von mir besser gesagt. Sind sie ja da im letzten Jahr. Ja, falls sie sich nicht merken können. Weißt du, wie ich meine? So haben sie in der Beschreibung, können sie nachlesen. Muss ich dann das hier irgendwie noch aufliest. Und schreiben wir noch unseren Gildennamen rein. Da ist der Trauertranke. Müssen wir den killen? Musst du den schon killen? Er ist jedenfalls schon rot markiert. Bioprobe okay, und Koramas Drachenzahn muss ich haben. Also muss ich noch. Okay. Und das glaube ich die Bioprobe. Genau, und den Drachenzahn kriegst du von der Steintafel da oben. Ah, Bergbau, hier ist. Komm. Ui. So, ich hab's jetzt gefunden. Ja, ich stand da herum und hab einfach nicht gefunden, was ich anklicken muss. Tja. Wie ein Dummdödel stand ich jetzt da. Ja. Jetzt gucken wir mal, wie viel EP wir bekommen, weil jetzt ist ja unser. Yep. Unser Monster. Unser kleiner Psycho hier. Alter, ich verreck noch. Ich muss weg. Ich habe hier einen Heilkreis aufgestellt. Okay. Ja, und da stehen die Monster drin. Super cool. Ich bin gestorben. Dann beeil dich. Zählt nicht, wenn du sie killst, oder? Ich weiß nicht. Soll ich es mal probieren? Nö. Ich bin schon unterwegs. Weil du brauchst ja eigentlich nur das Item von dem. Ja, okay, eigentlich schon, ja. Und die bekomme ich ja sowieso. Weil du mit mir in der Gruppe bist und ich habe ihn ja auch gern gehittet. Genau. Von dem her. In der Dungeon wäre es wieder was anderes. Wirklich? Ja. Wie gesagt, beim Boss haben wir auch schon den Fall gehabt. Du hast ihn angehittet, bist gestorben, wir haben gekillt und du hast nichts bekommen. Stimmt. Ich habe trotzdem nur 14 Erfahrungspunkte bekommen. Ich habe 28. Ja, vielleicht weil du noch gelebt hast und ich eben gestorben bin. Bioprobe ist eingesammelt. Gut, dann machen wir uns wieder auf den Weg. Gut, ja, dann flieh ich schon mal los, ne? Jo, wie du schon aussuchst. Volle Möhre da, in der Berg hinein da. Guck mal Dirty Rock an. Also. Was ist Dirty Rock? Was, wie, wo? Der hat gerade da so geschrieben. Welches Datum haben wir heute? Eins mehr als gestern. Ja, heute ist später wie gestern. Weißt du, morgen, heute ist morgen gestern. Heute ist das morgen. Nee. Heute ist das morgen von gestern. Oder gestern war das morgen von vorgestern. Heute ist morgen gestern. Also ich kenn's von uns nur so, what the fuck? Bei uns in der Region sagen wir halt immer, heute ist das Morgen von gestern. Okay. Ich sage immer, Sachen gibt sie, gibt's gar nicht. Dich gibt's nicht. Du bist eine Erfindung. Du bist die Ausgeburt meiner Fantasie. Okay, was musst du jetzt eigentlich machen? Eine kranke Fantasie. Weiß ich auch nicht. Was musst du machen? Zum Oristan-Lager. Das ist gleich da vorne. Yeah. Und danach machen wir wieder einen Unterbruch, weil die Viertelstunde ist schon wieder um. Die Zeit geht rasend schnell vorbei.
Ach nö. Ach schon, doch. Aber auf jeden Fall jetzt die nächsten Folgen wirst du hundertprozentig ins nächste Gebiet kommen. Okay. Ich hoffe auch, dass endlich du das Level erreicht, dann gibt's eine neue Rüstung. Gibt's was Neues anzugucken? Aber wenn du Level 30 komplett hast, kannst du die neue Rüstung, die es am Schluss gibt, komplett tragen. Okay. Ja, wo bist du jetzt? Ach, hier bist du. Ich steige auch noch schnell ab. Gut, dann. So, stimmen wir so davor hin. Oh ja. Huia, huia, hui. Wo ist mein kleines Tierchen? Musst du nochmal beschwören, du bist gestorben. So, jetzt ist er da. Unser kleines Tierchen. Ja, ich würde mal sagen, hoffe, seid ihr nächstes Mal wieder dabei und bis dann. Bis dann, ciao, ciao, man sieht sich. Tschüss.